hilft den Leuten und er fliegt und er hilft den Leuten. So, meine Freunde, der DSC im Start. Herzlich willkommen zu einem Dual Commentary mit Sascha. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skillgaming TV ist wieder hier. Und erstmal Dankeschön an DD für die Anmoderation, die endlich mal nach einer halben Stunde geklappt hat. Du wolltest noch etwas über das Gameplay sagen, was im Hintergrund gerade läuft. Ja, Freunde, im Hintergrund seht ihr Call of Duty Advanced Warfare mit einer echt geilen Streak, fast ein 20er Streak, glaube ich, bin mir jetzt nicht so sicher, auf Detroit, läuft auf jeden Fall und ja, dann würde ich mal sagen, erzähl weiter. Ja, ich spreche jetzt mal das Thema an, wir hauen jetzt erstmal keine Real-Story raus, die kommt vielleicht nochmal irgendwann, wer weiß das schon. Wir sprechen das Thema an über unseren Kanal SkillGamingTV, über die Abos, die wir im Moment haben, Aufrufe, Likes und so weiter, dann vielleicht noch über die Serien, vielleicht die neuen Serien auch noch und dann zum Abschluss sagt Dennis nochmal, was jetzt bald kommt. Eine Überraschung, würde ich jetzt mal sagen. Erstmal fangen wir mit den Abos. Dennis, weiß ich, ob wie viele Abonnenten wir gerade haben? Nein, ne? 1000. Ja, eigentlich 10.000, ne? Würde ich mal schätzen. Wir haben 1.264 Abonnenten. Also ich muss noch was kurz dazu sagen. Dennis und ich sind krank, haben beide Halsschmerzen. Deswegen müssten unsere Stimmen vielleicht ein bisschen anders sein. Ja, zurück zum Thema. Wir haben 1264 Abonnenten im Moment. Vor 2-3 Wochen hatten wir genau 100 weniger und genau bei dieser Zahl, so 55 bis 75, so ist mal schwer irgendwie jetzt auf 1300 hochzukommen. Vor 2-3 Wochen war es auf 1200. Aber ich denke mal, das kommt nach einer Zeit. Im Moment haben wir fast schon 80.000 Aufrufe, was eigentlich eine geile Zahl ist, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind auch fast, oder? Es müsste eigentlich angehen, dass wir in 10 Tagen oder in einer Woche oder so insgesamt schon ein Jahr auf YouTube sind, also mit Skillgaming TV. Da haben wir jedenfalls ein Gewinnspiel raus. Jetzt habe ich die Überraschung schon vorweggenommen, die Dennis eigentlich sagen wollte. Oh, scheiße. Ja, der kann jetzt erstmal weiterreden mit den Serien, die er vielleicht machen wird mit Patrick, COD Advanced Warfare oder irgendwas. Vielleicht kommen auch noch andere Spiele. Jetzt hau mal raus, CD. Ja, Freunde, das nenne ich mal hier wieder ein super Commentary, wie man sieht. Sascha professionell wie immer. Ja, genau. Du auch, aber. Ja, also. Ja, immer First Take auf jeden Fall. Ja, genau. Call of Duty Advanced Warfare ist draußen. Da kann man wirklich richtig geile Serien rausklatschen. Wir fangen einfach an, eine Folge Road to Commander zu machen. Hätte ich auf jeden Fall Bock, so Dienstag, Mittwoch oder so. Muss man noch sehen, die Zeiten sind noch nicht feststellend. Mit Patrick auf jeden Fall. Machen wir uns ein paar neue Accounts. Und wenn ihr mitzocken wollt, können wir da ein bisschen was klären. Denk mal aber, dass es special-mäßig sein wird mit dem Road to Commander. Yo, was sagst du? DD, hier PSN-Name steht unten in der Videobeschreibung gleich als erstes. Wenn wir das nicht vergessen, aber wir vergessen das bestimmt nicht. Und ja, was wir als nächstes noch haben, ist Live-Commentaries. Da habe ich ja, glaube ich, ein oder zwei Live-Commentaries hochgeladen. Nicht das Road to Commander, aber normales Live-Commentary. Die habe ich mal richtig reingeschissen. Asynchron bis zum geht nicht mehr. Ja, Battlefield 4 war das, glaube ich, oder? Und ja. Oh Mann. Das war wirklich richtiger Durchfall. Und, aber das wird auch wieder kommen, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ganz normal Live-Commentaries, die werden einfach komplett spontan kommen, aber das, also es kann totaler Scheiß sein oder richtig geile Streaks, die da rauskommen. Aber ich denke mal, ich werde das dann immer so teilen, dass ich einfach ein Live-Commentary aufnehme und in zwei Teile aufbaue. Also ganz normales Commentary, Live-Commentary und DD kassiert. Wenn das nicht mal ein guter Name ist, ne? Aber kassierst du mal in der Schule. Nein, das ist echt ein guter Name, wo er mal hier mal. Zum Beispiel vor ein paar Tagen hat er immer, glaube ich, ein 15 zu 40 oder irgendwie so. War das, glaube ich, oder? Andersrum, ja, vielleicht. Ja, ich glaube selber nicht. ja, das muss ich so sagen, wenn er jetzt nicht zugeben, kann ich auch verstehen, wenn man so schlecht ist wie er. Nein, das war ein Spaß, ich bin ja noch schlechter. Also, wenn ihr gegen mich spielen wollt in COD Advanced Warfare, könnt ihr es gerne machen. Da könnt ihr eure KD richtig aufbauen. Auf der PS4! Auf der PS4, genau. PS3 hast du ja recht, genau. Ja, in FIFA brauche ich jetzt erstmal nicht sagen, da kommen immer Serien, die ich mir einfallen lasse. Die kommen ja meistens auch eigentlich ganz gut an. Pack Openings, ja, die werden auch bald kommen, die kommen ja immer am besten an.
zum Beispiel letztens FIFA 14 erstmal hochladen, 19 Likes, so läuft. Das beliebteste Video, nochmal zu den Aufrufen zu kommen, ist das von FIFA und Squadbuilder. Das hat jetzt schon über 2500 Klicks. Schon mal danke dafür, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Einfach auf unseren Channel klicken und dann beliebteste Videos, dann steht das natürlich gleich als erstes. Ja, Dennis wollte jetzt noch was zum Gewinnspiel sagen. Wir wissen noch nicht genau, was wir verlosen, aber Dennis kann jetzt schon mal sagen, wann er es so geplant hat, rauszubringen. Ja, Freunde, Gewinnspiel, ich weiß ja, darauf steht hier richtig krank, wie solche scheiß Zigeuner, wie die in der Schule mit dem Geld. Ja. Das hauen wir auch gleich raus. Das hauen wir nächstes Mal vielleicht raus, das ist echt auch, genau. Mega witzig. Was ihr da zu Gesicht bekommen werdet, weiß ich jetzt noch genau nicht. Also könnte alles sein. PlayStation Card, PSN Card, irgendwas Größeres, eine PS3 vielleicht auch. Mein Gott, aller PS3. Ja, und Elgato. Ja, auf jeden Fall. Warte. Ich habe nämlich noch eine PS3, muss ich dazu kurz sagen. Das war jetzt echt kein Witz. Also, ich habe eine PS3, die ist, keine Ahnung, die habe ich am Release gekauft, glaube ich sogar. Und die ist echt schon alt, die läuft. Das ist auch die älteste PS3, die es gibt. Es gibt ja mehrere PS3, keine Ahnung, wie die heißen, Slim und so weiter. Keine Ahnung, die würde ich vielleicht für 50€ verkaufen, den kann ich auch sonst behalten. Mal gucken, was wir da rausbringen, weil wir ja auch bald ein Jahr alt sind. Und bald auch Weihnachten ist. Ho, ho, ho. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten wir schon haben. Wir sind hier schon über 6 Minuten. Ach, alles wird da rausgekloppt, du. Ein Gameplay rausgemacht, sagt man Sascha. 5 Minuten Zeit. Er überschreitet es einfach. Es juckt ihn überhaupt nicht. Gameplay, da steht ja einfach drauf, Freunde. Ja? Neujahr, Geschenke, da brauchen wir immer was. Ich weiß, viele von euch haben das Geld. Viele Leute kriegen nicht das Krasseste zu Weihnachten. Und ich kann uns auch nicht ihnen recht machen, ein Gewinnspiel zu machen. Und jeder Gewinner. Da werden locker mehrere Leute mitmachen. Wir werden auch Leute abonnieren, das Video liken, kommentieren, bla 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 und danach wieder deabonnieren. Die werden inaktive Abos sein, ja. Und wir wollen einfach den Leuten, die aktiv bei uns bisher, ja, uns aktiv unterstützen, indem sie unsere Videos gucken, einfach mal ein Dankeschön geben und einfach mal ein kleines Gewinnspiel zum neuen Jahr machen sozusagen und ja, da hätten wir einfach Bock drauf. Ja. Und dazu noch zu sagen, bei der Elgato hatten wir über 300 Likes, also über 300 Teilnehmer, wahrscheinlich ein paar Fake-Accounts, also denke ich mal so 200 Teilnehmer oder so 250. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das war ja das erste Dual-Commentary von DD und mir. Falls ihr weitere haben wollt, dann push den Like-Button oder drückt den Like-Button, wenn uns ziemlich... Push den Button, let me know. Ja, okay, merkt selber schon. Wir sind ein bisschen, keine Ahnung, verplant, dass wir jetzt ein Freestyle-Commentary wie Master Scorpion sagen würden. Ja, würde. Freestyle-Commentary, Take 800. So, ja, okay. Wir hören jetzt auf zu lachen. Falls ihr da Fragen habt oder irgendwas anderes, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, drückt den Like-Button. Würde uns ziemlich drauf freuen und haut rein. Bis zum nächsten Video und... Ciao.